In letzter Zeit konntest du der Anziehungskraft der günstigen schwedischen IKEA-Möbel einfach nicht widerstehen. Also schlenderst du zum örtlichen IKEA. Du kaufst dir ein paar schöne neue Möbel und gehst mittags im Restaurant auf ein paar Fleischbällchen vorbei. Was kann da schon schiefgehen? Auf der Suche nach der perfekten Kleppstadt-Garderobe verirrst du dich. Und ich meine wirklich vom Weg abgekommen. Du hast keine Ahnung, wo du bist. Du könntest es auf die verwirrende Anordnung der Läden schieben oder auf deinen eigenen schrecklichen Orientierungssinn, wenn da nicht die 2 Meter großen gesichtslosen Monster in IKEA-Uniformen herumlaufen würden. Das liegt daran, dass du nicht nur in irgendeinem IKEA gefangen bist, sondern in SCP-3008, dem unendlichen IKEA. Was als Kampf begann, um nicht zu viel Geld für Regale auszugeben, ist zu einem Kampf um dein Leben und deine Freiheit geworden. Aber keine Sorge, mit unserer Hilfe können wir dafür sorgen, dass deine letzte Ruhestätte kein IKEA-Tomgriff-Fjordbett ist. Zuerst ein paar wichtige Grundregeln. Dieses Video unterscheidet sich ein wenig von unseren anderen Du-Gegen-Videos. Denn du kannst SCP-3008 nicht besiegen oder töten, sondern nur entkommen oder überleben. Im Gegensatz zu vielen anderen Kämpfen gegen die furchterregenden Kreaturen und Wesen der SCP-Stiftung stehen dir weder das Wissen der Stiftung noch Personal, Ressourcen oder Waffen zur Verfügung. Also kein schwer bewaffnetes SWAT-Team oder unterstützende Predator-Drohnen. Aber lasst dich nicht davon entmutigen. Schließlich befindet ihr euch im größten IKEA der Welt und müsst nicht lange suchen, um den Komfort eures Zuhauses oder mögliche improvisierte Waffen zu finden. Aber wir wollen nicht zu weit vorpreschen. Schließlich spielt es keine Rolle, wie viele Waffen du hast. Wenn du deinen Feind nicht zuerst verstehst, kann eine AK-47 genauso gut ein Luftgewehr sein. SCP-3008 ist eigentlich der Oberbegriff für 2 verschiedene Arten von gefährlichen Anomalien, mit denen du es heute zu tun hast. SCP-3008-1 und SCP-3008-2. SCP-3008-1 ist der spezifische Begriff für den anormalen Bereich des Ladens, in dem du gerade gefangen bist. Das Tor zu diesem Bereich befindet sich immer in einem scheinbar normalen IKEA und seine Größe wird auf 10 Quadratkilometer bis zur Unendlichkeit geschätzt. Glücklicherweise ist die Flucht aus diesem Gebiet nicht beispiellos, denn die SCP-Stiftung hat mindestens 14 erfolgreiche Fluchten verzeichnet, seit sie das Gebiet erstmals unter Kontrolle gebracht hat. Wir wollen dir nicht die Laune verderben, indem wir sagen, wie klein der Anteil an der Gesamtmenge der Eingeschlossenen ist. Aber es ist beunruhigend zu wissen, dass du zumindest eine Chance von über 0% hast, lebend aus dieser Situation herauszukommen. Aber die Dinge, die das noch viel schwieriger machen, sind SCP-3008-2. Gefährliche humanoide Wesen, die den Gefangenen von SCP-3008-1 als das Personal bekannt sind. Und während du bei IKEA wahrscheinlich an lächelnde, hilfsbereite Menschen in gelben Hemden und blauen Hosen denkst, könnte dieser Gedanke hier nicht falscher sein. Nun, abgesehen von den gelben Hemden und blauen Hosen, die haben diese Dinger nämlich immer noch. Das Erste, was dir an den Mitarbeitern in SCP-3002 auffallen wird, sind ihre seltsamen Proportionen. Sie werden entweder als zu groß oder zu klein beschrieben, also musst du oben und unten aufpassen. Das Personal hat lange, kräftige Gliedmaßen und große Hände, mit denen sie Beute wie dich aus großer Entfernung packen können. Außerdem scheinen sie keinerlei Gesichtszüge, Knochen, Blut oder innere Organe zu haben. Das scheint weniger offensichtlich zu sein als einige der anderen Vorteile, die das Personal besitzt, wie zum Beispiel seine Stärke oder zahlenmäßige Überlegenheit. Aber das Erste, was er dir voraus hat, ist psychologisch. Als normaler, zumindest einigermaßen zurechnungsfähiger Mensch, wird es für dich wahrscheinlich ein Schock sein, Monster ohne Gesicht herumlaufen zu sehen. Wenn du dich verlaufen hast und orientierungslos bist, kann dir niemand vorwerfen, dass du Angst vor dem Personal hast. Das Problem dabei ist, dass Angst entweder zu Panik oder zu Zögern führt. Und wenn eines oder sogar mehrere dieser Dinge auf dich zukommen und du auch nur für eine Sekunde erstarrst, ist es wahrscheinlich, dass du verloren bist. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Nerven stellst, einen klaren Kopf behältst und deinen starken Überlebensinstinkt kultivierst, wenn du in SCP-3008 gefangen bist. Und jetzt noch eine gute Nachricht, bevor du dir einbildest, dass du dieses IKEA in nächster Zeit nicht lebend verlassen wirst. Das Personal kann zwar beängstigend und unter den richtigen Umständen sogar tödlich sein, aber es ist nicht ständig im Angriffsmodus. Auch wenn SCP-3008-1 komplett in Gebäuden stattfindet, simuliert die automatische Beleuchtung von oben Tag- und Nachtzeiten. Während das Personal in der Nacht unglaublich feindselig ist, zeigt es sich tagsüber sanftmütig. Wir würden trotzdem nicht empfehlen, sie tagsüber heimlich anzugreifen, denn sie sind dafür bekannt, dass sie jederzeit heftig auf Angriffe reagieren. Aber du kannst zumindest die Tageszeiten nutzen, um dich auf den späteren Kampf vorzubereiten. In dieser Zeit kannst du dich nicht nur daran gewöhnen, sie zu sehen und so deine Angst vor ihnen bei nächtlichen Gefechten verringern, sondern du kannst auch Waffen, Informationen und Vorräte sammeln, während die Kreaturen friedlich sind. Wenn dann die Nacht hereinbricht, bist du bereit zu kämpfen. Es wird dich wahrscheinlich freuen zu hören, dass die Kreaturen zwar über eine beeindruckende Körperkraft und eine scheinbar unbegrenzte Anzahl verfügen, aber nur die Ausdauer eines durchschnittlichen Menschen haben. Mit anderen Worten, alles, was dich töten kann, kann auch sie töten, sodass du ein wenig mehr Chancen hast. Das bringt uns zu dem Teil, der Spaß macht. Waffen.
Zu deinem Glück hast du in einer potenziellen grenzenlosen Version eines der größten Einzelhändler der Welt jede Menge Möglichkeiten, dich zu bewaffnen. Obwohl es eine gute Idee zu sein scheint, genügend große und schwere Gegenstände mitzunehmen, um dich in einen schwedischen Conan den Barbaren zu verwandeln, empfehlen wir dir, es etwas einfacher zu halten. Eine leichte Ausrüstung ermöglicht schnelle Bewegungen und Manövrierfähigkeit. Was könnte also besser sein als die Klingen eines dreiteiligen Küchenmessersets von IKEA und ein stabiler Clownhammer aus dem 17-teiligen Fixer-Werkzeugset? Nachts ist es wahrscheinlich am besten, dem Personal aus dem Weg zu gehen. Aber wenn einer von den Mitarbeitern doch einmal ganz nah an dich herankommt, wird er es wahrscheinlich nicht überleben, wenn du ihm ein Küchenmesser in den gesichtslosen Schädel rammst. Zum Glück hast du wenigstens das Element der Heimlichkeit auf deiner Seite. Denn das Personal wiederholt im Angriffsmodus ständig den Satz: Der Laden ist jetzt geschlossen, bitte verlassen Sie das Gebäude. Auch wenn du keine Chance hast, dich zu verstecken, hast du so wenigstens die Möglichkeit, deinen Hammerarm aufzuwärmen. Natürlich ist die Fähigkeit, mit dem Personal auf Tauchfühlung zu gehen, eine wichtige Voraussetzung für das Überleben in SCP-3008, aber du kannst es dir nicht leisten, es dabei zu belassen. Schließlich können Menschen ganze Jahre in dem Laden gefangen sein, und auch wenn du hoffst, dass du viel früher wieder rauskommst, wird dir wahrscheinlich schon lange vorher klar, dass du nicht überleben kannst, indem du Messer und Hämmer isst. Zum Glück hat SCP-3008 für dich vorgesorgt, denn es scheint mehrere IKEA-Gastronomiebereiche zu geben, in denen die Vorräte regelmäßig aufgefüllt werden. Hier musst du deine Vorräte auffüllen, wenn du nicht verhungern willst, bevor du überhaupt die Chance zur Flucht hast. Aber du denkst vielleicht, kann ich mich wirklich darauf verlassen? Schließlich kann es an einem Ort, an dem man sich so leicht verirren kann wie in SCP-3008, ganze Tage dauern, bis man ausreichende Lebensmittelvorräte findet. Und gut, das ist die Art von praktischem Denken, die dich hier lebendig herausbringen wird. Zum Glück kannst du mithilfe einer IKEA-Kühlveska-Kühltasche und einigen IKEA-Kühlklemm-Kühlakkus jedes Mal etwas mehr Nahrung mitnehmen. So hast du auf deinen Reisen und bei deinen Fluchtversuchen ein paar Rationen bei dir und kannst auch ein paar Wertsachen tauschen und handeln. Das ist richtig, denn wie es der Zufall will, bist du bei weitem nicht der Einzige, der in diesem seltsamen schwedischen Chaos festsitzt. Tatsächlich sind so viele Menschen in SCP-3008 gefangen, dass sie es geschafft haben, innerhalb des Ladens eine ganz neue Zivilisation zu errichten. Ganze Städte und Siedlungen wurden mit IKEA-Möbeln gebaut, in denen kleine Menschen leben, die alles tun, um in dieser seltsamen neuen Welt zu überleben. Wenn du denkst, ich habe keine Zeit, Freundschaften zu schließen, ich will so schnell wie möglich hier raus, dann kannst du dich auch gleich dem Personal ausliefern und dich von ihnen ausrotten lassen. Eine alte Binsenweisheit besagt, in der Überzahl ist man sicher. Und selbst die Glücklichsten, die SCP-3008 entkommen sind, haben mindestens ein paar Wochen darin verbracht. Wenn du in dieser Zeit nicht verrückt werden oder vor Erschöpfung sterben willst, wirst du schlafen müssen. Wenn du die Einzelkämpfermethode ausprobierst und auf einem der Ausstellungsbetten im Freien schläfst, bist du extrem anfällig für Angriffe des Personals, während du schläfst. Wenn du es aber schaffst, dich in eine der menschlichen Siedlungen innerhalb von SCP-3008 zu begeben und dort Freunde zu finden, hast du den Vorteil, dass du Deckung hast, während du dich ausruhst. Vorausgesetzt, du bist bereit, dich von Zeit zu Zeit zu revanchieren. Die Menschen, die sich in diesen befestigten Siedlungen verschanzt haben, haben beobachtet, dass das Personal zumindest in einigen Nächten pro Woche ausschwärmt und diese Siedlungen in großer Zahl angreift. Wenn du das überleben willst, musst du deinen menschlichen Verbündeten helfen, die anrückenden Horden von gesichtslosen Monstern mit allen Mitteln abzuwehren. Und nach jeder Schlacht musst du deinen neuen Freunden dabei helfen, die Leichen des Personals an einen anderen Ort im Laden zu schleppen. Wenn du auch nur einen Teil des Personals in der Nähe deiner Siedlung entdeckst, können sie in Raserei geraten und noch brutalere Angriffe starten, was du als jemand, der die ganze Sache überleben will, wirklich nicht willst. Nachdem all diese anderen Themen, von Essen über soziale Interaktion und Ruhe bis hin zum erfolgreichen Kampf gegen das Personal, geklärt sind, ist es Zeit, zum Hauptereignis überzugehen, die tatsächliche Flucht von diesem Ort. Wie wir bereits gesagt haben, ist das nicht einfach. Du musst nur hartnäckig und taktisch vorgehen. Am besten sprichst du mit deinen Mitmenschen, die in SCP-3008 gefangen sind, um herauszufinden, ob sie sich an irgendwelche Details erinnern können, als sie das erste Mal die anomale Zone betreten haben. Ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt für den Versuch, diesem Ort zu entkommen, sind die Drohnen der SCP-Stiftung. Die Stiftung setzt ferngesteuerte Aufklärungsdrohnen ein, um das Innere von SCP-3008 zu erforschen. Wenn du die Bewegungen und Richtungen dieser Drohnen verfolgst, wird es vielleicht einfacher, einen Weg nach draußen zu finden. Endlich ist es an der Zeit, die Stiefel auf den Boden zu stellen und den Weg zu einem der Ausgänge zu finden. Es wäre produktiv, sich mit ein paar vertrauenswürdigen Menschen zusammenzutun. So könnt ihr gemeinsam mehr Vorräte tragen und euch gegenseitig verteidigen, wenn es Nacht wird und ihr den Angriffen des Personals schutzlos ausgeliefert seid. Aber wie kannst du dir sicher sein, dass du an einem potenziell unendlichen Ort und in einem Laden, der so verwirrend aufgebaut ist wie IKEA, nicht nur im Kreis läufst? Ganz einfach, du brauchst nur jede Menge schwarze Lasurfarbe von IKEA-Behandler und ein paar IKEA-Fixer-Pinsel.
Wenn du für jeden Gang, den du erkundest, eine schwarze Linie malst, hast du plötzlich eine Route, auf der du bei Bedarf zu einer Siedlung zurückkehren kannst und die sicherstellt, dass du nicht im Kreis läufst. Fast wie der klassische Hänsel und Gretel Brotkrumenfahrt. Du kannst jeden Tag weitere Expeditionen unternehmen und jedes Mal ein bisschen weiter hinausgehen, um mehr Boden abzudecken und abzustecken. Wenn du den Rest der Anweisungen hier befolgst, wirst du gut ernährt und ausgeruht bleiben, das Personal überleben und vielleicht sogar ein paar Freunde finden. Aber vor allem wirst du eine viel größere Chance haben, diesen Flachbau-Albtraum endlich zu entkommen. Es gibt Bereiche, dass der Ausgang gelegentlich verschwindet und wieder auftaucht, aber lass dich davon nicht beunruhigen. Wenn es soweit ist, werden du und deine Gruppe wahrscheinlich von einigen SCP-Feldagenten begrüßt, festgehalten und befragt. Sobald du ihnen alle wichtigen Informationen geliefert hast, bekommst du ein Amnestiemittel und kannst sofort vergessen, dass die ganze Sache überhaupt passiert ist. Die Stiftung bringt dich dann wohlbehalten in dein untermöbliertes Zimmer zurück. Also gut, liebe Leute, das war's jetzt mit dem Video. Schau dir auch gerne unsere anderen SCP-Videos an. Bis zum nächsten Mal.